Schneereste verwerten. Weltbesten Schneebälle. Ja, das ist richtig guter Baggeschnee. Er muss fluffig sein und gegen die Regeln was eingebacken. Steine. Ups, Odin hat keine Zähne mehr. Ja, aber wenn die zu Hause ist, sind wir sauber. Die meine ich wegen Honig. Ach so. Das war das Fell. Komm. Kaka. Was denn? Hier machen. Guck mal, schon so Lind an den Bäumen, ne? Ja. Unser Tunnel da vorne. Das ist wieder normal. Ja. Zu Hause geht er wie die hinkende Lotte. Als wenn er mit Messerjocke und Blutswente gekämpft hat, ne? Ja. Das hier ist unsere Limbo-Stange. Macht Sven immer Limbo unter. Ja. Das ist zu hoch. Ja, da hol ich morgen auf. In die Stiftung. Jetzt hat er aber daneben gekackt. Hast du ein bisschen mit? Ja. Jetzt ist unsere Zeit, weil wir sind unsere. Die... Jetzt ist unsere Zeit. Unsere. Was habe ich denn gesagt? Unsere Zeit. Also okay, jetzt ist unsere Zeit, weil jetzt ist Schnee und wir waren 1988 die besten Schneefährten Wildtiersucher. Genau. Aus Hamburg, ne? Ja. Ich hatte Siegerurkunde, Sven Ehrenurkunde. Ja. Ich kann euch ja dann mal ein bisschen mitnehmen. Hier haben wir schon die erste Spur. Das scheint eine leicht adipöse Person gewesen zu sein. Mit leicht schleifendem Gang. Und einem etwas korpulenteren Oberkörper. Das ist ihr Wetter. Wasser und Schnee. Also wobei Schnee ja Wasser ist. Ey, Opa! Hey, Jeppa! Jeppa! Er hat gefangen! Du warst aber dreckig, du. Die war ganz dreckig. Setz dich noch mal, Muffin. Der Schnee ist total dreckig. Von ihrem Staub und Fell. Diese Spur könnte jemand sein mit einem leicht gekrümmten Rücken. Etwas höherem Pony und strahlend blauen Augen. Ach, da geht er ja. Jetzt, wenn ich in die Büchse geballert habe. Ich spare ja immer, ne? Was heißt sparen? Ich bin immer zu geizig, mir wieder neue Schnurrbart zu kaufen. Und dann labern die Gummis und dann... Rollschlüpfer sind es nicht. Also, die nach unten rollen und sich da in der... Kaiserschnittnarbe verfangen.
so nicht so Rio-mäßig Tanga. Aber so die Beine sind so, die haben nicht mehr so Gummi. Und das ist so wie früher hatten die Frauen kochfeste Pagenschlüpfer mit Beinen. Und so fühlt sich das bei der hier an. Ich bin immer schon am Hochziehen. Die denken bestimmt, was kratzt die sich denn da am Moor? Das mache ich gar nicht. Willst du den Rosenkrieg? Willst du ihn? Ah! Oh. Sven, setz deine Mr. Specks Brille mal auf. Und gleich die frisst wie zwischen den Zähne. Du baust aber keine Steine ein. Hier, unberührt. Ja. Oh, gleich knack und dann ist da so ein Hasenloch. Wir lieben unberührten Schnee. Wo der Schnee taut, da siehst du, wo die Scheiße liegt. Hopp. Zu Hause bist du so gehumpelt. Gib her. Lichchen. Fein. Hier, Muffin. Der rollende Frohlich von Caroline Reiber. Ja. Es trocknet schön weg. Geht will mal oben, dass ein bisschen wieder, weißt du, dass das wieder ein bisschen lockiger ist auf dem Kopf. So, sehe jetzt aus wie Paternoster auf dem Kopf. Mireille Mathieu's Gedächtnisfrisur. Morgen ist das endlich soweit. Dann hört das Geunke auf. Ha? Dann hört das Geunke auf. Sven ist ja 18 Tage jünger. Ich bin 18 Tage älter. Und morgen sind wir dann wieder gleich alt. Dann wirst du sehen, wie du dich mit 53 ja. fühlst, der Herr. Ah. Kann euch das sagen? Älter werden ist ganz schön hart. Sven sagte vorhin, er brauchte 30 Minuten, um 2 Wurzeln und eine Avocado zu essen. Das ist mit der dritten auch nicht so einfach. Mein selbstgemachtes Bärchermüsli. Und sein selbstgemachtes Bärchermüsli. Sven hat gesagt, so geht das nicht weiter. Er muss... Wir müssen was tun eigentlich. Aber an Wurzeln kriegst du mich nicht ran, außer gekocht. Verschluck mich andauernd. Wer? Brechen zusammen. Jetzt siehst du das gleich, wo sie sich gewälzt hat. Und jetzt rollt sie den Berg runter. Guck mal, komm her. Ja, fein. Das ist, weil sie da unter die Erde hochwühlt. Ja. Oh, Muffin. Zwischendurch mal reinbeißen. Ich komm nicht hoch, ne? Hey, jetzt. So gehen wir jetzt zu Hause mit dir. Was ist das denn? Angst. Ah. Ja. Schüttel dich mal. Shake mal. Muffin. Shake mal. Oh. Muss ich jetzt auch unbedingt hier lang oder was? Knackwurst.
gibt es tausend Wege. Ach so, sie erzieht ihn. Ich glaube, er erzieht sie. Nicht sie erzieht ihn, er zieht sie. Wo ist Pauli, der Maulwurf? Wo ist Pauli? Wo ist Pauli? Da ist Pauli drin. Hat der Odin mal, seitdem macht er keine Maulwurfhügel. Hat er mal da dran geschnuffelt und dann war da gerade so oben der Maulwurf und hat er ihn in die Nase gezwickt. Und seitdem pinkelt er immer auf die Dinger drauf. Auf die Hügel. So. Guck mal, was ich für Klumpen an den Füßen trage. Hast du mal einen Regenwurm auf Schnee gesehen? Oha, ein Regenwurm auf Schnee. Der ist bestimmt irritiert. Komm, wir retten ihn. Nee, lass ihn mal, der sucht dich schon sein. Aber er muss doch jetzt nicht noch auf dem kalten Schnee rumrutschen. Das hat er sich ja ausgesucht. Nee, der ist verzweifelt. Der muss ihn da. Da frisst man für ihn. Komm, geh in den Maulwurfhügel. So. Kennt ihr die Werbung? Wieder eine, die Oma eine Arme packt und sie mit über der Ampel zieht. Ich wollte gar nicht rüber. Scheißegal. Da, er buddelt sich nämlich in die Erde ein. Oder unter die Erde. Der war irritiert, der kannte vielleicht gar keinen Schnee. Oh, Zen, ich glaube, ich habe eine Timber-Wolf-Spur. Der Timber, der Timberwolf. Der kommt aus dem Timberland. Ach so. Und sein Herrchen ist Jack Wolfskin. Die waren vorhin alle vom Schnee bedeckt. Ja, da habt ihr aber blöd geguckt, wa? Kommt ja die Down-Decke mit einmal her. Sven hat früher auch zu viele Märchen geguckt. Bäumchen, rüttel dich! Bäumchen, schüttel dich! Wirf Gold und Silber über mich! Was? Susanne, du. Ja, komm du mir nach Hause. Nee. Fang mich doch, du Eierloch. Auto. Oh, Auto. Retten Odin pinkelt gegen. Klar. Ja. Wo ist der Schneemann? Ja. Das andere war auch im Dunkeln auf der Wiese. Auf der großen, ne? Hier spielt Crispin mit Jaime öfter mal Basketball. Sven und ich haben letztens auch hier deinen Korb geworfen. Naja, sagen wir knapp daneben. Richtung Korb. Ja, richtig. Hausvater. Ja. Die Hunde freuen sich. Morgens um 7 in Hamburg. Die finden das toll. Oh, ich liebe das, wenn die Bäume so aussehen.